Ich grüße Sie nochmal ganz herzlich, liebe Zuschauer, zum heutigen, jetzigen JFD Live Trading TV am späteren Nachmittag hier am Mittwoch, dem 3. März. Wir sehen heute stark nachgebende Märkte. Also hier, wenn Sie unten diese Heatmap sozusagen überschauen der wichtigsten Indizes, dann sehen wir hier eigentlich einzig nur noch den ATX und den Bossbasar als Index hier für einen positiven Tagesausklang. Auf der anderen Seite hier ganz klare Dominanz bei den Bären. Man muss hier davon ausgehen, dass die heutige Tendenz sich wohl kaum mehr ändern wird. Die US-Indizes, da sehen wir hier gerade Beispiel, geben den Nasdaq 100-Index, den Technologieindex, hier gerade im weiteren Verfall und auf der Suche nach einem Tagestiefpunkt. Also wir bauen hier die heutigen Verluste hier im Stundenchartintervall weiter auf. Das hier ist die JFD 24-Stunden-Indikation vom Nasdaq 100-Index, den Sie natürlich hier als CFD auch handeln können. Grundsätzlich kann gesagt werden, wir hatten hier einen Supportbereich ein Stück weit oben. Ziehe ich jetzt mal direkt drauf. Dieses Level, hier knapp 4.460 Punkte roundabout, das war eine Unterstützungszone. Da ist der Index hier auch direkt am, oder besser gesagt, im vorbörslichen Geschehen hingelaufen. Letztlich hier keinen Halt gefunden und nunmehr ist aus dieser Unterstützungszone nunmehr ein Widerstand geworden. Und jetzt bauen wir hier die Tagestiefs weiter aus. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Markt jetzt hier technisches Rücksetzerpotenzial hat, bis in den Bereich 4.433 etwa. Also kann davon ausgehen, dass sich hier diese Korrekturkerze durchaus noch weiter fortsetzt, um dann hier gute 10 Punkte, gute 10, 11, 12 Punkte hier tiefer dann ihren Boden zu finden. Also hier in diesem Bereich ist eine sehr, sehr gute Stabilisierungschance gegeben, eben vor dem Hintergrund, dass hier gerade am Ende oder zum Ende des Monats Februars hier sich eine ganz, ganz signifikante Unterstützung aufgebaut hat. Das könnte hier im Prinzip dann auch schon das Ende der Gewinnmitnahmen gewesen sein, wenn der Markt sich denn hier fängt. Unterhalb von 4.460 Punkten bleibt also rund das bärische Setup hier unten aktiv sozusagen. Selbst wenn wir einen kleinen Rücklauf jetzt fahren sollten, dürfte sich hier unterhalb von 4.460 Punkten sicherlich dann auch nochmals eine mögliche Abwärtstendenz in Richtung neuerlicher Preisrücksetzer erschließen, die dann hier eben bis 4.433, rund 4.432 Punkten führen dürften. Geht es dann sogar noch eine Etage tiefer? Das muss man natürlich einkalkulieren, falls die Märkte hier einen starken Rebound nach unten vollziehen, unterhalb von 4.427 Punkten, also hier unterhalb des Tiefs vom 24.02. wäre dann hier sicherlich eine Ausdehnung der Korrektur bis zur Rundenmarke von 4.400 Punkten Schrägstrich zur Unterstützungszone um 4.390 Punkten denkbar. Das ist dann hier der nächste Auffangbereich für eine Fortsetzung der Korrektur. Schauen wir uns das kurz noch im Tagesschart an. Nasdaq 100 Index Technologie. Ja, wir sehen nach dem positiven Wochenauftakt, der hier frohlockend daherkam, um praktisch hier auch Ziele weit über 4.500 Punkten zu generieren. Jetzt hier diese Retourkerze. Und wenn wir so in diesem Modus bleiben, muss man eben aufpassen, was der Index macht. Und wir sehen auch hier anhand des Tagescharts sehr schön den Bereich um 4.433, 4.430 Punkten. Wenn wir hier drunter gehen, dann ist Luft nach unten. Das ist ganz klar. Dann ist Luft bis unten gegeben und dann hätten wir hier eben dann auch auf Tagesbasis eine sehr, sehr signifikante Unterstützung, sogar oberhalb hier von 4.380 Punkten, hier dann in diesem Bereich des früheren Verlaufshochs hier vom November 2014. Das wäre dann eine Zone, wo man Halt finden könnte. Aber sollte man noch gar nicht denken, warten wir mal ab, wie der Tag heute ausgeht. Wenn wir hier noch stärker zurücksetzen, noch weiter korrigieren, dann ist sicherlich hier noch ein bisschen Luft nach unten. Das muss man ganz klar sehen. Gut, so viel kurzerhand zum Nasdaq 100 Index. Schauen wir uns kurz den S&P nochmal an, den breit gefassten USA Index. Hier praktisch das Schwergewicht. Und da sehen wir ja aktuell auch spannende Situation. Wir durchschießen nämlich hier gerade einen Unterstützungsbereich knapp über 2105 Punkten. Hier eine Zone. Einerseits Unterstützung, beziehungsweise hier damals schon Februar eine Unterstützung. Hier mit dem kleinen Spike eine Unterstützung. Dann zuletzt hier kleiner Spike nach unten, hier kleiner Spike nach unten. Doch die tieferen Tiefs waren schon mit Vorsicht zu genießen. Jetzt letztlich laufen wir wieder unter dieses Unterstützungscluster. Und man darf sagen, hier in diesem Bereich 2101 Punkte etwa muss der Index, sollte sich der Index fangen, um nicht noch eine größere Verkaufswelle zu initiieren, die dann bis hier in diesem Bereich, Schrägstrich, wenn man das Ganze noch ein Stück weit ausdehnen, bis in diesem Bereich führen könnte. Das heißt, hier ist durchaus noch einiges Abwärtspotenzial vorhanden. Sofern der Index sich eben jetzt hier im Bälde nicht fängt, dann geht es hier sicherlich Richtung 2085 Punkte Gen Süden. Das muss man einfach einkalkulieren. Schauen wir uns kurz dazu noch den bekannten Wochenchart an.
Der zeigt sich hier sehr, sehr interessant aktuell. Ich hatte immer wieder auf diese obere deckelnde Trendlinie hingewiesen und jetzt zuletzt auch auf diese Divergenz. Wenn das jetzt also hier eine schwache Woche werden sollte, dann könnte sich dies auch durchaus weiter fortsetzen im März. Haben jetzt hierzu auch die Saisonalität mit Blick auf den März eben selber. Der sagt eigentlich nur kurzfristige Konsolidierung auf hohem Niveau, um dann hier zum 9.-10. März einen schönen Aufwärtsimpuls zu sehen. Also kurz vor Mitte des Monats dürfte es dann eigentlich rein saisonal betrachtet wieder nach oben gehen. Wir werden das hier beobachten. Der Markt, wie gesagt, aktuell im Sinne des Konsolidierungsmodus ist sehr spannend. Wenn die Indizes sich aber in Bälde fangen, dann kann es auch direkt weiter hochgehen. Dann sind die ersten Gewinnmitnahmen sozusagen erfolgt und die neuen Bullen springen wieder auf. Denn in der Vergangenheit war es immer so, dass jegliche Rücksetzer, ob im Nasdaq oder eben auch hier beim S&P 500, für oder zum Einstieg genutzt wurden. Gar keine Frage. Der Bullenmarkt ist unverändert intakt. Aber hier gerade beim S&P 500, dieses sich ausdehnende Dreieck inklusive Divergenz mahnt durchaus zur Vorsicht. Doch ob das eben die große Korrektur wird, das werden wir mal sehen. Sie sehen hier diese Unterstützungszonen beim S&P 500. Das ist erstmal eine ganz, ganz stabile Geschichte. Okay, das wäre es dann für heute gewesen, liebe Zuschauer. Definitiv. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, früh 9:30 Uhr zum Devisenradar oder dann untertags natürlich dann bei den JFD Live Trading TV-Sendungen. Ich hoffe, Sie hatten einen erfolgreichen Handelstag. Bei mir ging es gerade noch so ins Plus zum Schluss. US-Dollar Yen bescherte hier noch einen schönen Gewinn. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder in dem Zusammenhang. Auf bald, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.